Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange 2. Don't forget about David. Ja, aber hier sind noch Sachen zum Anschauen und Leute, mit denen wir reden können. I thought there was only vultures in the desert. Wollen sie ja hier ein paar Geier fangen. Soll ein Fleisch reinlegen. Feuerwerkskörper. So bummed we're gonna miss Arthur and Stanley's fireworks. Ja, es wird Zeit, hier loszuziehen. Die Polizei ist uns mal wieder auf den Fersen. Wir schaffen es auch über die Grenze. Wish I could be as cool and as wise as these guys when I get older. I came by to say adios. We're taking off today. No, you're not. Really? Everything okay? Yeah, just time to go. Well, shit. Wish you and Daniel could stay longer. Yeah, but it's too risky, especially for all of you. We all took a risk moving here. Look, we can hide you from the cops. Not these ones. They want my ass. It's better if we leave now. Sean, I won't drag this out and get bitter. Besides, you and Daniel will be back to visit, right? We'll try. I'm glad this place will be our last U.S. memory. You and your little brother will always have friends here. And a home. Okay. I'm done babbling. I just hate goodbyes. I know you're both gonna have a great life in Mexico. You better. We're gonna make it work. Shit. I'm gonna miss you guys. Take care. You hear? Watch out for Daniel. He needs you. Be safe. And send us a postcard to the beach. So. Mal noch zu Tren. Can't wrap my head around those two leaving. It would be weird to be back on the road with Daniel. After all this time in a community. Come on. First thing that comes to your mind. Hey. What's going on? I'm taking a look at this baby with hindsight. So, what do you think? Looks very cool. I can totally tell what you're doing. Oh, good. That makes one of us. But I like it. Of course, you and Daniel did inspire me. I love it! So, you guys leaving now? Yeah, just wanted to say goodbye. Ah, that's sweet. You're so sweet. Your brother is so sweet. Having you boys around was the sweetest thing. This is for all your help. Really? Whoa. That's great. Do I get anything? Your name is on a way bigger sculpture. For everyone to see. That's true. I didn't think about that. Yeah, your brother needed a little something to remind him of the artist inside. Wicked. Okay. One big hug. And get out of here before we all start crying like babies. Thank you, Joanne, for everything. Just please take care of yourself. And my special apprentice. No worries. We always do. Hey, is it okay if I hang out a bit longer? If it's okay with her. Oh, are you kidding? I need more help. So long, Sean. Don't be a stranger. Ach cool. I'll miss you so much, Joanne. Ja, ich glaube, hier runter geht's ja wahrscheinlich auch nicht, oder? Ist dann auch wieder um. It's just empty houses and rocks over there. Dead.
Gut, dann haben wir. Also quasi uns vor den beiden oder von den beiden verabschiedet. Auf zu David. Daniel just got his mom back. Und was das wird. Sean. Hey. Karen said you wanted to see me? Yeah, but go grab that police scanner inside first. I gotta put these new plates on the car. Sure. I'm on it. I'll join you when I'm done. Wollen wir uns umschauen? Wir können uns umschauen. That must have been the best meal ever to frame it on the wall. Ja, oder halt eine Erinnerung. Genau, das Two Whales Diner. Yeah. Me and David won't be sharing any playlist. Sieht immer so schlecht aus. Hm. They look cool. I wonder which one is his daughter. Die rechte. Davendosen? Cool portraits. Didn't think David had a taste for the arts. Oh, sieht echt nicht schlecht aus. Yep. David is ready for that apocalypse. Or whatever. Prepper. Arthur said David could fix anything. He hopes. Oh, das ist Gerät. As if money could make up for everything he's lost. Digga, der Madsen. Hilfig finden Sie neuesten Einzahlungsbeleg von der Stadt Arcadia Bay, wie im Schadensersatz muss gleich verhandelt. Bitte stellen Sie sicher, dass der Betrag korrekt ist und dass Sie Ihre Bank, die letzte Einzahlung erhalten hat. Falls Sie Fragen haben sollten, kontaktieren Sie bitte von Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr. Freundlichen Grüßen, David Barr, Beauftragter Glenrose Versicherung, Portland, Oregon. Must be his wife. Time's taking a serious toll on him since this. Poor guy. Stimmt, das war genau, das war Chloe, war die Tochter. Ex-Eltern haben wir, glaube ich, nie kennengelernt. So rum war das ja. Gut, ist ziemlich ein Jahr her oder länger. Gutes Jahr, seit ich den ersten Teil gespielt habe. Damn. I see why David ended up out here. But he still was a hero. Digga, der Madsen. Es tut mir leid, dass es dies so spät kommt. Ich hatte die falsche Postfachadresse auf dem Umschlag und der Brief kam zurück. Ich finde dieser Brief sie. Ich bin froh, dass sie Arcadia Bay verlassen haben. Oder was davon übrig ist. Es ist eine Therapie, was hilft, aber ich habe immer noch Albträume. Ich hoffe, dass Max und Chloe ihren Gesellschaft leisten. Die beiden sind ein gutes Team. Ich bin immer noch in Seattle und kümmere mich um die Galerie meiner Eltern. Partnerin Jessica ist großartig, sie hat alles im Griff. Der Testament ist chaotisch, aber es wird mir gut gehen. Es ist schwer darüber hinwegzukommen, dass ich Mark Jefferson gewisserweise mein Leben verdanke, weil er mich in seinem verfluchten Bunker warf. Ich habe ständig sein gruseliges Gesicht vor Augen. Dann sehe ich sie, wie sie mich retten. Ich werde mich wahrscheinlich den Rest meines Lebens bei ihnen bedanken. Bitte bleiben Sie in Verbindung. Noch eine Weile unter dieser Adresse leben und lassen Sie mich wissen, falls ich Ihnen bei irgendwas helfen kann. Alles Gute, Victoria Chase war es, glaube ich. Ein Jacuzzi hier. Seriös? Must be his wife. Genau, das hatten wir. Time's taking a serious toll on him since this. Poor guy. Wonder where David got this police scanner. Hobbymäßig. Na dann. Okay. How does this thing work? Ja, ich würde mal sagen, wir schalten es erstmal ein.
Okay. Only gotta search between 140 and 160. Gut. Fangen wir mit 40 an. Wie lange das jetzt dauert? Ist ja ein ganz schönes Stück. Noch rauschen? No. Now with another classic from the good times. Okay, das würde zu lange dauern, glaube ich, wenn wir das alles durchgehen. Jetzt sind sie ja schon noch hier. Ja, bisschen mehr rauschen. Kein mehr rauschen, sondern das mehr rauschen. Nope. Definitely not. Glaube eher weniger. Sind irgendwelche komischen Leute? Nein, es ist 59,9 oder so. Der letzte. Don't think so. Keep scanning. Jupp. Könnte es halt auch gewesen sein. Da war was. 136, listening. We've got reports of a 10, wait, 10 is this it? Sam's? Now we can spy on the cops all the way to Mexico. 10-4, I'm... Thanks, David. You big rebel. Sehr gut. Haben wir das. Gute Idee eigentlich. Sehr gute Idee. Mom's car is all ready to roll. Did you get the police scanner? Yep. And I found the police frequency. How about that? Good job. Now, you'll always want to know what they're up to. No surprises on your way to the border. All right. This is the fastest route. When you get there, cross between these two stations. Now, you have to exit the main road and drive through the desert for a while. But Karen's car should be okay. You got all that? Sure. Think so. Sean, you have to know. The police are on your ass. You only get one chance here. I'm not trying to be a dick. Just honest. I know, David. Thanks. Here. Have a seat. Don't mean to order you around. Bad habits die hard. And yes, I was suspicious when Karen showed up with you two. But after watching you and your little brother for a while, I think I get what you're going through. When our town was destroyed by that hurricane. Now, my stepdaughter and her friend were among the only survivors. We lost everyone else. Jeez. I'm sorry. I used to hate them for running away. They hit the road straight away, never to look back, while I was trying to rebuild. Ich frage mich tatsächlich, wenn wir Acadia Bay nicht zerstört hätten, wäre dann David auch hier, oder so, wirkt es nicht auf den Dialog aus, oder hätten wir dann hier einen ganz anderen Charakter gehabt?
Vielleicht irgendjemand anders auskommt. Vielleicht seine Frau. Wer weiß. Na gut, wir werden es nie erfahren. Außer ihr guckt euch noch ein Let's Play an, wo sie halt die andere Möglichkeit genommen haben am Anfang. Did you stay in touch? Do you get along now? Yeah. Took me a while to acknowledge the past was the past and move on. Like they did. Once I realized that, I reached out to them. And we made peace with each other. They stayed here for a while. It felt good to connect with my daughter at last. You guys remind me of them, in a way. And I don't want to fuck things up this time. Sean, I'm gonna do everything I can to help you get out of here. That's my duty now. But I want to be straight up with you, okay? Yeah, of course. I know you guys got screwed, that you think nobody will ever believe you. But the truth is on your side. You and Daniel can't just hide out forever. Is that how you see yourself in 10 years? If you step up and face the law, you can be free. Sooner than later. We've come too far now. We just want a new life. That's it. I understand. I do. I'm trying to be the adult. You're too young to be dealing with all this. And Daniel is growing up fast. Too fast. That's what I'm worried about. You made it here. So I know you're on the right path. Oh. Sorry. I really have to take this. Hey, sweetie. What's up? No shit. David, David, David. Ist wirklich Chloe? I know. How about that other gallery she told me about? Cool. Fingers crossed then. Nah, your old man doesn't fear the heat. Yeah, those solar panels are finally up and running. You'll see them next time you come by. I don't know. Maybe if you drive down to Louisiana or Texas, that'd be cool. Yeah, gotcha. All right. Take care then. Wish Max luck for me, okay? Bye-bye. Love ya. Okay, scheint wirklich Chloe gewesen zu sein. Ich hatte gerade befürchtet, dass er uns an die Polizei verpfeifen wollte, weil er so drauf bestand, dass wir uns stellen, aber ich glaube nicht, dass er... Ich glaube, er hat sich tatsächlich geändert. Will uns wirklich helfen. Ich meine, er hat ja auch hier die ganzen Sachen, hat er auch dran gedacht, das Polizeifunkgerät einzustellen und so weiter und so fort. Ich bin wieder ein bisschen zu kritisch mit ihm. You'll be fine in Mexico. We helped Joanne set up this giant vacuum with binoculars, as David calls it. After the desert roads, you deserve a nice...
So, wieder ein bisschen was an Geld. Ah, genau, unsere neue Karte, die Rucksäcke. Wolf. Es wird. We won't be leaving anything behind. This time, everyone hooked us up from their own stocks. So we won't have to stop. Immerhin. Na gut, dann werden wir das allerdings später in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.